Herzlich willkommen zu einem weiteren Review hier auf dem Poughkeepsie Network Channel. Heute ist es der D-Link DAP 1320. Um was zu zeigen, was das ganz genau ist, möchte ich ein bisschen ausholen. Sprich, im letzten Sommer durfte ich euch den DR505 vorstellen. Ist ein Repeater, ist ein Router und ein Wi-Fi-Hotspot in einem. Gleichzeitig konntet ihr noch einen USB-Stick anschließen und das Ganze im Netzwerk freigeben und sogar Smartphones damit aufladen. Und jetzt möchte ich euch ein neues Produkt von D-Link vorstellen für alle, die all diese Features gar nicht brauchen und sagen, ich habe einfach ein Netzwerk zu Hause, das bietet mir nicht so viel Leistung, sprich ich habe irgendwo, sagen wir im Westflügel oder irgendwo sonst nicht so viel Internet oder sonst einen Teilbereich im Keller, im Estrich, auf dem Balkon, vielleicht sogar draußen, brauche ich ein bisschen eine Netzerweiterung. Genau hierfür ist der Wireless Range Extender N300, eben der DAP 1320, gemacht. Und den wollen wir uns doch gleich mal ein bisschen genauer anschauen und hier auspacken. Das ist der Ganze, vielleicht um gerade in Relation zu setzen. Dadurch, dass er natürlich keinen Ethernet-Anschluss und keinen USB-Anschluss hat, ist er auch kleiner und ist somit sehr schnell einsetzbar und braucht nicht viel Platz, was einen großen Vorteil bietet. Dann kommen wir zum Restlichen, was noch alles mit dabei ist. Zum einen habt ihr zwei kleine Kleber, die ihr, je nachdem wo ihr eure ganzen Passwörter aufbewahrt, das Ganze irgendwo reinkleben könnt, plus eine Karte. Dann gibt es das Quick Install Guide, eine Kurzanleitung und das übliche Papierkram, welches hier äußerst gut hält. Ja, ihr kennt das ja. Dinge, die man meistens gar nie braucht, aber wichtig sind, dass sie beiliegen. Gut, vielleicht hierzu zum Installieren, je nach Weg, welchen ihr wählt, braucht ihr das gleich, deshalb legen wir das nicht so weit weg. Wie gesagt, zwei Möglichkeiten, das Ganze mit eurem Netzwerk zu verknüpfen. Wenn ihr den Vorteil habt, einen Router zu haben, der einen WPS-Button hat, könnt ihr das ganz einfach mit dem verknüpfen. Zeige ich gerade hier vielleicht als Beispiel der Cloud Router DR605L. Weshalb ich euch genau diesen zeige, weil ich schmerzlich bemerkt habe, dass ich das Review zu diesem Produkt noch nicht online gestellt habe, wird folgen in den nächsten Wochen. Und dieser kleine Router hat noch einen großen Vorteil. Hier wird eure MyD-Link-Account abgespeichert und sobald ihr weitere Geräte von MyD-Link, ob das jetzt eine Kamera ist oder was auch immer, oder eben auch solche Dinge, hinten anschließt, überträgt ihr die ganzen Daten und müsst das Ganze nur einmal konfigurieren. Also wenn ihr auf der Suche seid nach so einem Ding, ist auch wirklich schön klein. Hier könnt ihr sehen. Und hier auf der Seite hat es eben diesen WPS-Button. Von der Konfiguration her ganz einfach. Router angeschlossen, wenn er im Netz ist. Den in die Steckdose stecken, warten bis es hier gelb blinkt. Dann hier am Router drücken, rüberrennen zum DAP 1320. Dort 5 Sekunden gedrückt halten, loslassen und dann, sobald das LED vorne auf stabil grün leuchtet, ist das Ganze verknüpft. Nicht erschrecken, so ein Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern. Der zweite Weg, das Ganze zu installieren, sofern ihr eben nicht einen WPS-fähigen Router habt, ist es über die Mobile App, die es aktuell für iOS und für Android gibt. QRS Mobile. Im Blogbeitrag auf www.poughkeepsie.ch werdet ihr das Ganze auch verlinkt haben. Unten seht ihr schon einen Link, wo ihr dazu kommt. Und das möchten wir uns doch mal anschauen. Wären wir jetzt in einer Kochsendung, würde ich jetzt sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Sprich, einstecken und wie ihr seht, oder hoffentlich seht, jetzt rot, jetzt beginnt es dann gelb-orange zu blinken. Sobald er regelmäßig blinkt, geht es zuallererst mal in die Einstellungen eures Devices, iOS oder Android, aktiviert WLAN
Oder wenn ihr schon aktiviert habt, dann sucht den D-Link. Jetzt in meinem Fall ist es der A04C. Den Namen findet ihr hier auf der Karte mit dem ganzen Verknüpfen. Passwort eingeben, das hier aufgefordert wird. So, dann geht's raus. Nun geht es in die D-Link QRS Mobile App. Öffnen, rotiert es kurz und hier steht eine Anleitung, sprich es sind vier Schritte Installationsprozess, wie das Ganze funktioniert. Auf Start drücken und hier wird das Netzwerk abgescannt, sprich es sucht euren Router. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht hier noch den 1320er vornehmen, wie ihr seht oder hoffentlich sehen könnt, er blinkt. So, jetzt haben wir hier eine Auswahl von all den Netzwerken, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben hier leider im Haus ein bisschen viele. Hier habt ihr das Netzwerk gewählt. Jetzt müsst ihr kurz das Passwort eingeben, sprich euer Passwort vom Router. Wenn ihr das nicht wissen solltet, fragt denjenigen, der euch das Netzwerk eingerichtet hat. Klickt dann auf Weiter. Und als nächstes bekommt ihr dann hier die, wie schon bekannt, vom Zettel hier, sprich den Namen, den SDSSID sowie das Passwort. Beides könnt ihr hier ändern, sprich ihr könnt einen eigenen Namen verwenden und ein eigenes Passwort. Macht sehr viel Sinn. Und das Ganze könnt ihr, wenn ihr möchtet, hier ausfüllen und gut aufbewahren oder noch besser irgendwo digital abspeichern. OnePassword ist zum Beispiel da ein sehr, sehr gutes Programm für. Gibt es ja mittlerweile auch auf Windows und auf Android. Wie gesagt, das Ganze kann nach Belieben abgeändert werden. Ich mache mal hier jetzt einen 1320er draus. Und Passwort bitte nicht zu Hause nachmachen. Jetzt einfach als Testzweck. Sobald ihr einen Netzwerknamen, also eine SSID und das Passwort vergeben habt, so wie ihr das möchtet, klickt ihr hier unten auf Weiter. Nun geht es um den Router. Standardmäßig ist da kein Passwort vergeben. Auch hier wieder natürlich ein sicheres Passwort vergeben. Dann ihr auf Weiter klicken. Nun bekommt ihr eine Auflistung von eurem Netzwerk, sprich den Router, den ihr habt, das Passwort, das gewählte Name, das gewählte Passwort sowie das Router-Passwort. Und dann gilt es hier unten auf Speichern zu klicken. Und jetzt gibt es dann den Neustart vom DAP 1320. Voilà. Das Ganze ist abgeschlossen. Nun könnt ihr über die Einstellungen euch verbinden mit der von euch gewählten SSID, Passwort eingeben und schon seid ihr mit dem Ganzen verbunden. Das gleiche natürlich auch von Computern. Wenn wir hier jetzt in die Einstellungen gehen, hier ist der 1320er. Passwort eingeben, welches wir vorher vergeben haben für die SSID, verbinden und schon gehen wir nicht mehr über das normale Netzwerk, wo wir vielleicht eben nicht so viel Netz vom Hauptrouter her hatten, sondern wir gehen über den Repeater und schon habt ihr auch im entlegensten Teil eures Hauses Internet. Das war unser kleines Video zum DAP 1320 von D-Link. Wenn ihr auch euer Netzwerk erweitern möchtet und wirklich nur Erweiterung plant, keine anderen Verwendungszweck für diesen habt, irgendwo in die Steckdose und einmal konfigurieren, nicht mehr dran denken, dann ist es ein geniales Teil. Sobald ihr aber vielleicht mal denkt, das wäre doch noch praktisch, so ein Teil mitzunehmen in die Ferien und vielleicht noch ein paar andere Features, schaut euch mal den DIR 505 an. Dazu gibt es auch ein Video und einen Blogbeitrag, pokipsi.ca/505. Bietet euch wesentlich mehr Funktionen. Vom preislichen Unterschied werde ich im Blogbeitrag hierzu etwas dazu schreiben. Aktuell weiß ich den Preis noch nicht genau. Ich glaube, es sind irgendwas um die 10 Euro Differenz. Da liegt es bei euch, was ihr braucht. Auf jeden Fall ein geniales Produkt. Bei uns in der Wohnung gibt es halt immer ein Zimmer, das kein Netz hat. Das ist ganz links hinten. Und da haben wir bis anhin den DR 505 eingesetzt. Dieses ist aber immer wieder praktisch, wenn man eben, wie gesagt, auch mobil aus dem Haus geht. Dieser kann jetzt da stecken bleiben und macht seine Arbeit und den DR 505
der ist immer parat zum Mitnehmen. Weitere Bilder zum DAP 1320 und auch unser Textreview findet ihr, wie gesagt, hier unter der eingeblendeten URL. Besten Dank fürs Zuschauen. Eure Fragen auch da in den Kommentar. Besten Dank, euer Poughkeepsie und tschüss.